Im Osten des Weinviertels nahe Dürngrut entsteht ein neuer Windpark der Windkraft Simonsfeld AG. Die guten Windverhältnisse sind eine optimale Voraussetzung für den Bau von 5 Windkraftanlagen vom Typ Riebauer MM92. Nach ihrer Fertigstellung produzieren sie mit erneuerbarer Energie umgerechnet den Strombedarf von über 6.500 Haushalten. Die Arbeiten für die Errichtung der Windkraftanlagen wurden im Frühjahr 2012 mit der Vermessung der Fundamente begonnen. Die Baugruben wurden kreuzförmig für die Herstellung der Anlagenfundamente ausgehoben. Um die hohe Standfestigkeit der Windkraftanlagen zu gewährleisten, werden zuerst 20 Bordbetonrahmpfähle nach dem System Zeisel 15 Meter tief schräg in die Erde getrieben. Eine entsprechende Eisenbewehrung gibt den Pfählen die nötige Stabilität, vergleichbar mit den Wurzeln eines Baumes. Bei der Herstellung des Betonfundamentes wird die Eisenbewehrung der Pfahlköpfe mit der Fundamentbewehrung verbunden. Dies ist eine notwendige Maßnahme, um mögliche Schwingungen der 100 Meter hohen Anlage in die Erde abzuführen. Das Betonfundament verbirgt im Innern ein Geflecht von 50 Tonnen Stahl. 300 Mannstunden pro Anlage sind notwendig, um es händisch aufzubauen. Eine genaue Kenntnis der Pläne und die präzise Montage des schweren Materials sind hier eine wichtige Voraussetzung. Nach Beendigung der Schalungsarbeiten liefern 40 Betonmischfahrzeuge ca. 310 Kubikmeter Beton zur Baustelle. Bei diesen Fundamenten werden 2 Betonklassen verwendet. Der eigentliche Fundamentkörper misst 16 x 16 Meter und ist 2 Meter hoch. Im Kranzbeton wird der erste Turmring einbetoniert. An ihm wird dann der nächste Turmteil verschraubt. Um Lufteinschlüsse zu entfernen und die Betonfestigkeit zu erhöhen, wird mit Hilfe von Betonröttlern das eingebrachte Mischgut verdichtet. Gleichzeitig werden die Formen der Probewürfel mit demselben Material gefüllt. Aushärtezeit und Güte des Betons können so im Labor kontrolliert werden. Anfang Juli 2012 fuhren die ersten Schwertransporter rund 1500 Kilometer mit den Windkraftanlagenteilen aus Dänemark und Deutschland in Richtung Weinviertel. Eine lange Reise für die bis zu 60 Meter lange und teilweise an die 70 Tonnen schwere Fracht. Denn gefahren wird überwiegend in den Nachtstunden. In den frühen Morgenstunden beginnt die Montage der Windkraftanlage. An nur einem Tag werden unter günstigen Bedingungen 5 Turmteile, das Maschinenhaus und der Rotor montiert. Die Segmentbauweise des Stahlrohrturms ermöglicht eine rasche Errichtung des 100 Meter hohen Turms. Die Gondel ist mit 69 Tonnen einer der schwersten Teile beim Aufbau einer Windkraftanlage. Alle erforderlichen Komponenten sind bereits im Innern der Gondel vormontiert. Ein einzelnes Rotorblatt wiegt rund 8 Tonnen und wird noch am Boden mit der Rotornarbe verbunden. Das Gewicht des fertig zusammengestellten Rotors beträgt 44 Tonnen. Die Montage des Rotors stellt wegen der großen Windangriffsfläche eine besondere Herausforderung dar. Beeindruckend ist die Rotorfläche mit einem Ausmaß von 6.720 Quadratmetern. Die Rotorblätter drehen sich mit 8 bis 15 Umdrehungen pro Minute.
Sie ernten die Kraft des Windes, die vom Generator in Strom verwandelt wird. Nur ein perfekt eingespieltes Montageteam mit einem erfahrenen Kranführer ermöglicht dieses hohe Arbeitspensum.